Wir haben noch mehr Babyglückwünsche jetzt zu verteilen. Die Schlagerband Vox Club hat nämlich ein neues Mitglied. Okay, bislang trägt er noch Windeln und keine Lederhosen. Kann alles noch kommen. Der Kleine gehört zu Michael aus der Band und natürlich seiner Frau Miriam. Er mag sehr gern Musik, also insofern die Zukunft der Band ist gesichert. Jetzt meckert, wär's gern von der Liebe frei. Ganz konzentriert lauscht der kleine Noah, während die Jungs von Vox Club ihm ein Ständchen singen. In den starken Händen seines Papas fühlt sich der 7 Monate alte Knirps sicher. Und Michael Hartinger schwärmt. Die Urs ist weg. Mit Noah zu Hause zu spielen, ist das eines der schönsten Sachen, die es auf der Welt gibt. Man sieht ja, er ist ein bezauberndes Wesen. Er strahlt den ganzen Tag. Und er gibt einem so viel Kraft und Freude, das kann man eigentlich gar nicht in Worte ausdrücken. Und ich bin sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz auf den kleinen Wichter. Und jede Minute mit ihm ist unbezahlbar. Als die Band im April dieses Jahres ihre Tour startete, passierte es. Wochenlang hatten Vox Club die Choreografie einstudiert, doch plötzlich mussten die Jungs ohne Michael auf die Bühne, denn der machte sich auf den Weg in den Kreißsaal. Sein Sohn hielt sich nicht an den Geburtstermin und kam einfach früher auf die Welt. Es war eine Riesenhalle, vollkommen, ich glaube, ausverkauft. Und wir wussten jetzt nicht, die Tour ist neu, was machen wir? Zu viert kriegen wir das hin, aber letztendlich haben wir es alle 6 gut gemacht. Alles gut gemacht. Die Geburt ist nun ein halbes Jahr her. Das Leben der noch kleinen Familie hat sich seitdem komplett geändert. Alles dreht sich nun um Noah. Und das ist auch gut so, findet Michael Hartinger. Zusammen mit seiner Miriam und dem Kleinen ist der gebürtige Vorarlberger nach Wien gezogen. Das ist einfach das Schönste, eine Familie zu haben. Das bietet einem so viel Schutz, Kraft und Liebe, und das war wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Die traditionelle Rollenverteilung spielt bei den Hartingers zu Hause keine Rolle. Je nachdem, wer Zeit hat, kümmert sich um den Kleinen. Auch die Windeln wechselt Michael seinem Noah selbst. Ich will auch alles machen, ich möchte da alles miterleben. Deswegen schiebe ich auch gerne mal die Nachtschicht. Wenn es dann direkt vom Boxenkonzert ist, das ist natürlich hart, wenn er aufstehen muss, aber ich möchte das unbedingt erleben, weil ich glaube, das hat man nur einmal oder höchstens 2 bis 3 Mal im Leben, und das gehört dazu. Noah ist als 6. Mitglied qua Geburt auch in die Vox Club Familie aufgenommen worden. Bei den Bandbesprechungen ist er schon mittendrin, nur an seiner Stimme muss er noch ein wenig arbeiten. Das ist super praktisch, weil wenn jetzt mal jemand ausfällt, mal krank ist oder sowas, dann springt er ein. Das macht er schon ganz großartig. Autofahren kann er noch nicht. Also da könnte er mal langsam ein bisschen dran arbeiten. Aber nein, das ist natürlich super schön, so ein Bandbaby zu haben, was so mit uns wächst. Die nächste Zeit muss Noah allerdings erstmal auf seinen Papa und die Band verzichten, denn die geht zeitgleich mit der Veröffentlichung ihrer Live-DVD wieder auf Tournee. Bis Anfang Dezember sind die Jungs von Vox Club in Österreich, Deutschland und der Schweiz unterwegs. Dann grüßt der Papa sicherlich übers Fernsehen. So, jetzt mal.